So Leute, hallo, herzlich willkommen zu einem wirklich kurzen Stream, also kurz zu gestern. Ups. Kurz im Vergleich zu gestern. Moin, ja, ja, meinte ich. Ja, genau, geht es dabei, aber steht im Titel. Wir haben gerade darüber geredet, dass es der Guido-Effekt ist. Genau, schon 5 Likes. Und direkt 5 Likes. Und 2,5 Minuten. Ich muss was essen, Kollege. Wir müssen fahren. Ich habe noch was. Ja, wir können los. Dann schlafen. Haben wir schon die neue Map? Wie die neue Haben wir noch Map? Nicht? Stopp! Wir sind noch nicht durch. Wir haben noch keine neue klar. Welt. Nein. Dann stopp. Wie, wir haben gar noch keine neue Welt. Wie war das, T? Erste Schritte, Radio Tower. Hast da du hast da oben was, du hast bestimmt da oben was nicht mitgenommen, Guido. Ich hab dich doch gefragt, ob du alles hast. Ich hab alles. Ich leg mich pennen. Immer muss man alles selber machen hier. Irgendwas musst du ja auch mal tun. Immer selbe Scheiße mit dir. Schöne 1,5 Stunden live. Sind überhaupt schon wieder welche da? Wenn mal hier jemand gerade den Stream sieht, schreibt mal bitte irgendwas in Chat. Irgendwie so ein schönes Moin oder so. Schaut da. Christian, du musst rechts lang springen. Wie? Genau. Ja. Und dann? Hey, du bist doch gerade über diese. Bist du diese Heizung, Lüftung-Ding da gesprungen? Auf. Das war richtig. Ja. Jetzt hier hoch oder was? Schade, es ist keiner da. Auch warte, der Stream ist noch gestartet, bisschen noch. Ja, wir haben schon 5 Likes, Junge. Sprich mit Thala. Hast du mit Thala gesprochen? Ja, sie. Wir haben immer noch nichts. Guck mal, liegt da irgendwo ein Zettel laufen? Jetzt haben wir. Ja, warum hast du nicht mitgenommen? Ich hab mit dem. Guckst du mir zu, siehst du mich? Ja. Nein. Krasser Typ. War nicht so knapp. Mach mal Anker und locker. Die alte ist wieder da. Wer ist da? Ronja. Ich sehe keinen. Da ist nichts im Chat bei mir. Ja, doch. Hö, jetzt? Warum so viel Verspätung? Ich bin einfach wichtiger für deinen Chat als du selber. Guck mal, warte. Wo ist die nächste Map? Ah, warte, müssen wir das eintragen. Sag mal, wie ist die Map?
8, 6, 4. Warte. 8, 6, 4, 3. Ja, wir fahren schon richtig fast, warte. So scheiße Wetter, ich will schlafen. Moin, Ronja, wie geht's so heute? Fühlst du dich gut? Wie ist so? Ich habe heute einen Achtklässlerin geklärt. Du? Ja. Die hat mir ein Snapchat gegeben. Wer? Kennst du Jonathan? Ja. Aus der 10. Nee. Seine Schwester. Nein, aus der 10. Nicht dieser aus deiner Klasse. Ja, ganz gut, ja. Hm. Mir geht's auch gut, falls du dich das fragst. Welche? Ja, Emilia heißt sie. Ja, aber nein, nicht geklärt. Er hat mir ein Snapchat gegeben. Die ist, ich weiß nicht, nicht so mein Typ. Ich habe auch noch keine Axt. Mir fehlt Stock. Ey. Hey, da, hi. Ja, Verspätung hast du ein bisschen. Ich hab ihn, bleib stehen. Ah, ich soll stehen bleiben, warte. Ja, mein Snap hast du auch endlich mal angenommen. Ja, stimmt, ja, hab ich auch. Mein Snap war die alte auch. Und ich hab mit der sogar schon 402 Flammen. Ja, vielleicht die snappt mir nicht. Heidefahr. Die hat sogar letztens Stani gesnappt und wenig. Ich weiß nicht warum. Hab nichts gemacht eigentlich. Das ist wahrscheinlich das Problem. Nicht, dass sie jetzt sauer auf mich ist oder so. Ich hab doch gar. Cool, schön, das war ein indirekter Korb. Ja, ich weiß. Christian schickt aber keine Snaps. Oh, Christian. Das ist deine Chance. Wie, ich schicke keine Snaps hier. Stress? Mama neuen. Wieso ist dein Chat so schnell auf einmal da? Bei mir ist ja voll langsam. Ich bin aber wichtiger für den Stream als du. Ich verhungere. Das ist ja egal. Eigentlich nicht so egal. Ohne mich läuft hier gar nichts. Ja. Komm mal runter. Ich komme jetzt nicht runter. Doch, ich komme runter. Ich komme hoch. Guck, du kleine Schlampe. Ich bin schnell, oder? Oh, ich habe gerade Schrott weggeworfen. Wir müssen den Anker auch wieder runter machen, ne? Hochziehen. Ja, will ihn runter machen. Wo willst du denn hin? Wo willst du nicht hin, meinte ich. Hey, Werbung, hey. Mein Essen soll mal schneller fertig werden. Kuschian. Angel mal ein bisschen. Oh, ich mag Kekse. Ey, der ist auch immer dabei, ne? Bin gerade von der Schule nach Hause gekommen und du streamst schon. Ja, klar, wir haben um 13:30 Schulschluss und das haben wir jetzt eine Stunde später. Das passt. Eigentlich habe ich ja heute Spiel, aber ich dachte, es fällt aus, weil es regnet ein bisschen und da dachte ich mir, ein schöner 1,5-Stunden-Stream mit dem komischen Typen hier. Mal 1,5 Stunden, weil ich muss gleich schon wieder weg. Ich habe nicht so viel Zeit. Ja, Bruder, habe ich auch gar keinen Bock drauf, ne? Ja, dann geh nicht. Ja, muss ich. Nein, muss gar nicht. Scheiß auf Zähne, braucht keiner. Alle sind beautiful. Wo du putzt nie. Bei mir in Österreich ist es so heiß. Heiß? Hier regnet es. Ja, ich habe Wetterbericht gesehen, Junge. Die haben da irgendwie 29 Grad oder so. Was? Ja, Digga, ich muss in einer halben Stunde weg. Gar keinen Bock. Halbe? Ich dachte eineinhalb. Nein, ich habe den Chat vorgelesen, du Nasenbär. Bei mir kommt der leider nicht so schnell an. Ich schwimme. Ich wollte nicht schwimmen. Na, da wollte sie herkommen, ne? Der kleine Chup. Sieg. Ich habe dein Mikrofon gerade ein bisschen verunstaltet, Christian. Mein Mikrofon verunstaltet?
Immer selbe Scheiße mit dir. Ja, guck mal, aber jetzt ist Quali besser als gerade, ne? Nein, eigentlich nicht. Doch, ist wohl. Muss. Nein. Ich muss lauter sein. Ja, das schon, aber besser ist die Quali nicht. Ich kann dir ein Bild davon schicken. Ich habe das Ding jetzt umgebogen. Soll ich es den Leuten auch mal zeigen? Kannst du machen. Warte, dann schicke ich das über WhatsApp. Aber pass auf, dass du nichts liegst. Was? Was hast du mir geschrieben? Hast du schon die Porno? Oh. Mensch, Guido Bendorf hier. Was? Was hast du denn? Ich sehe da keinen Unterschied. Hä? Guck doch mal, normaler. Ich hab. Guck mal, dieses Popschutzding da an. Ach, hast du das verbogen? Ja. So passt das viel besser, so habe ich nicht die ganze Zeit den Arm vor meiner Fresse. Ey, hey. Dein Ding ist ein bisschen verrostet. Was? Dein Halter. Ja, meine. Passiert. Boah, guck mal hier. Guck mal. Hier zu Sammelnetze. Warte, ich brauch Stein. Ich brauch. Oh. Gib Holz. Alles Holz, was du hast. Und niemand hat es. Jo, warum ist das so viel? Und ich muss die ganze Zeit betteln. Die habe ich gerade aufgesammelt mit dieser Kiste, die ich dir gezeigt habe. So viel war das? Na, ich hatte schon 5 Stück davor, aber. Fuck. So. Sprache, Guido. Scheibenkleister. Wir sind immer noch seit 12 Minuten live. Ja, das stimmt. Entschuldigung, wir distanzieren uns von Beleidigungen, außer Christian. Er darf das. Ja. Yay, Scheiße auf dein Blatt. Kann ich da jetzt noch drunter durchlaufen? Wunderbar. Ey, du brauchst da nichts ab, du Geistiger. Das ist. Das ist so. Kaputt. Geh du, Insel. Oh mein Gott, Insel. Achso, Insel, ja, warte, wir fahren dahin. Ich bin Insel. Wir fahren zur Insel, du Geistiger. Ich bin Insel. Rechts und links. Willst ja, warte. Ich mach einmal Anker, dann kannst du eben nach rechts schwimmen. Ich? Ja. Lauf. Okay. Ich lenk den Hai ab. Komm her, du Süßer. Jalla. Bin jetzt auf mega groß, ne? Ich bring dich um. Er kommt nicht. Hast du den Anker runtergemacht, Kido? Ja, hoffentlich. Wieso fährt schon. Das Ding? Wieso fährt. Kido! Spaß. Aua. Der Hai. Ich weiß doch, dass ich es runtergemacht habe. Da kommt jemand. Spaß, er kommt zu mir. Zu mir? Nee, aber zu mir. Aber ich ertrinke. Sehr egal. Da musst du Luft holen. Kleiner Tipp vom Profi. Hier steht ein Grill, den kann ich auch nicht abbauen. Nimm mit. Kann ich nicht. Nimm wow. Mit. Junge, 3 Planken, 1 Schrott. Mein Dings ist was kaputt. Nein, es geht unter. Nein, das war zu früh. Er hat mich gebissen. Ich bin schlechter geworden. Ja, Christian, das passiert mit dem Alter. Ja, nichts verlernt habe ich, du scheiß Haiala. Wünsche das Sperre, egal ob man trifft oder nicht, Haltbarkeit verlieren, deswegen sollte man sich nie einfach so rund rumstrecken. Was? Rumstecken? Ich bin einfach blöd im Lesen. Christian, Boot fährt weiter. Das Sperre. Haltbarkeit verlieren, deswegen sollte man nicht einfach so. Ja, das das weiß ich. Ja, wenn du in der Luft mit dem Speer schlägst, dann verliert er trotzdem Haltbarkeit. Echt? Das meint er, ja. Jo.
Irgendwie, du schlägst mit dem Stock einfach so rum und der verliert an Haltbarkeit. Obwohl, das ist eigentlich realistisch, ne? Wenn du den so richtig rumfuchtelst, dann dehnt er sich ja ein bisschen und dann kann es sein, dass der ein bisschen an Haltbarkeit verliert. Was laberst du? Ich hab gerade aber eine Scheiße gesagt. Mach bitte das Paket auf, okay. Ich hab zwei Stück. Christian, komm her. Welches Paket? Woher weißt du, dass du ein Paket hast? Keine Ahnung, hab ich ein Paket? Irgendwie eins. Ach so, ups, in der Kiste ist eins. Entschuldigung. Pack Opening. Teppich. Der Bauch ist gezogen. Insel. Schön heute, oder Guido? Das ist ziemlich geil, ja. Ich verstehe das fast nicht, hä? Digga, wenn so das Wetter dauerhaft wäre, wäre so viel geiler, ne? Hier in Deutschland? Nein, in Raft. Achso. Ja, schon, es regnet draußen, was laberst du? Ja, gut, draußen regnet es, das meine ich jetzt nicht, ne? Das Wetter draußen ist ganz schön scheiße. Was ist das denn für ein schöner Song? Hab ich mir gerade auch gedacht, Digga. Ja, scheiß auf deinen Song. Was haben wir hier? Another Tree. Feuerholzschale. Ist das Optik oder hat das auch einen Nutzen? Alles. Sei, Junge, aber krass, dass ich mal Kekse direkt da ist, ne? Das ist mein Lieblingsperson, die ist so cool. Guck mal, für dich sind halt mehr die Jungs, bei mir sind mehr die Girls da. Er ist kurz nicht da, er muss in den Keller. Nein. Oh oh. Pass auf, also, das sind Geister. Also nicht mal wegen ich mag Kekse, ist schon traurig, dass es weg ist, das ist natürlich klar, aber ich habe gerade Salzwasser getrunken. Ups. Ey du Fisch, ich habe noch zwei Haifleisch, die drauf müssen. Guck mal, was ein schöner Sonnenuntergang geht und mit der Palme. Guck jetzt, guck mal wie schön mit der Palme. Wow. Schön. Oder Ronja? Guido ist schön. Ich bin sehr schön. So. Mach mal Anker. Ich glaube, näher kommen wir nicht mehr dran. Ich komm. Guido, ich will schlafen. Können wir noch nicht. Total. Ja, ich weiß. Ich bin total hübsch. Ich hätte mich eigentlich auch Fresche Nudeln nennen können, anstatt das allerechte Brot oder Gemi. Fresche Nudel. Giro, hi jetzt, töte bitte. Zack. Nein. Wohl doch, ist eine geile Idee. Ich töte den Hai. Willkommen zu mir. Der mag dich einfach mehr als mich. Ist aber Fischi. Nicht cool. Komm her. Mein Fisch, 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 pass auf. Fisch. Fischi. Ich hab schon einen dritten, fünften, sechsten Sinn. Für diesen Hai. Ich weiß immer, wenn er kommt. Ich hab Fischi zwei Hit gegeben. War das total jetzt ironisch oder nicht? Nein, war nicht ironisch. Ronja weiß nicht mal, was das ist. Also. Nein. Guido, hast du auch Anker runtergemacht? Nein. Wer weiß? Ja, du weißt das. Hast du geschrieben? Klar, weiß ich. Schreib mal auf WhatsApp.
Schreib mir WhatsApp. Klar weiß ich das. Hi, ich bin fast tot. Hi. Oh, des Todes. Nein, nicht so schlimm. Ha! Ist der Hai tot? Nein. Du bist aber gleich tot. Ich weiß. Lässt du das dir so zu, Guido? Wie kannst du das zulassen, dass der Hai dich tötet? Wie? Guck mal, wie cringe, Alter. Er kann gar nichts und du stirbst fast. Aua. Oh mein Gott, der hat mich doch nicht getötet. Ups. Ich dachte kurz. Manchmal wünschte ich, ich wäre der Hai. Was machst du da? Ich will den Stein über Bord werfen. Können wir weiter, ja, ne? Na klar. Na klar. Diese Werbung nervt. So, everybody. Now, we're gonna make a Lager. Fick dich. Was? Ich meine natürlich, sei bitte ruhig. Warum? Weil deine Oma. Habt ihr das nicht verstanden? Wie war das denn? Warum so random? Du kennst mich scheinbar nicht. Ich bin nur random. Das glaube ich ja jetzt nicht. Wann kommt eine neue Podcast-Folge? Ja, also ich hatte schon gedacht, dass wir mal wieder eine machen können, aber der liebe Herr Krusha Nikolov sagte lieber, nee, lass lieber streamen. Also, ich hoffe bald, weil, seid ehrlich, Podcast war schon eine krasse 10 von 10, ne? Weiß ich nicht. So viel Arbeit. Nein, ja, du musst die halt nicht mal schneiden, ne? Klar. Nein, wenn du, wenn du dich nicht unkon... Wenn du dich nicht unter Kontrolle hältst, dann kann ich das nicht im Video lassen. Ja, komm, macht bitte. Ja, ich würde ja, aber eine Person mit Namen Krusha Nikolov. Wenn das so beliebt bei euch ist, klar, mach mal. Irgendwann, nächste Woche. Was für nächste Woche, Digga, wenn ich wieder vom Zahnarzt zu Hause bin? Ja, du, nee, dann kannst du nicht reden. Wenn du vom Zahnarzt zu Hause nach Hause bist. Ja, also, Christian, wenn, bitte. Wenn du spielen könntest, wäre ganz geil, oh. Ich kann heute nach dem Zahnarzt aber nicht spielen. Weil? Wichtiger da der Dinge. Weil was Wichtigeres ist, da ist? Benno schon wieder. Ja. Ich hasse Benno. Ich hasse ihn. Nein, nicht hoffentlich, mit Benno. Hoffentlich sieht er das. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Warum? Weiß keiner. Dieser Hai. Ich mag sogar den Hai mehr als Benno. Ja, Christian, bitte. Ich hab's verstanden, Ron. Er reicht jetzt. Nein, kein Problem. Ich freue mich immer über Chat-Aktivität. Chat-Aktivität? Hast du ja nicht, wenn ich nicht mit streame. Das stimmt. Ronny ist nur, wenn Kuschel. Du da bist, da. Dahin links. Eine Insel, ja. Ich will dahin. Verstehe dich, Christian. Ich mag Benno auch nicht. Ja, besser. Aber du machst da bestimmt auch so wie der Ironie, so wie bei Guido, dass er schön ist. Ne? Wahrscheinlich magst du den. Also nur als Freund. Ja, sehr Crush auf den. Das kann ich mir vorstellen. Oh nein, der ist klein und sieht wie ein Mädchen aus. Stimmst du mir dazu? Ich läster jetzt nicht über ihn, das können wir nachher offline machen. Wir sind offline. Wir sind online, Digga. Ich habe einen Chat und ich sehe deine Videos im Stream. Du Bananenbär. Okay, egal. Kein Problem. Ben ist ein toller Kerl. Ich mag ihn nicht. Ich will jetzt nicht böse sein, sonst. Doch nicht. Alles gut, Christian. Alles gut. Doch kein sonst, Hai. Sonst zeigt er mich noch an, weil ich seinen Namen im Dings gesagt habe. Datenschutz oder so, ne? Genau. Ja, dann kommt man ja wieder in meiner Klasse, wenn man Fotos macht und siehst irgendwo drauf, dann sagst du so: Datenschutz! Ja, Ronny, das geht ja mal gar nicht. Christian, links. Guck mal. Kannst du da ganz hinschwimmen? Waren wir da nicht schon? Wieso fahren wir jetzt weg von dem Dings? Halt an, Guido, Anker! Anke! Scheiße, Hai, Alter, schon ein dritten Mal heute Anke. Gestorben. Anke! Anneke? Mit dem Datenschutz ist eigentlich ironisch gemeint, aber egal. Egal, du sagst heute mal Datenschutz!
Guido, willst du mir auch noch helfen? Nö. Ja, guck mal, nochmal gestorben, dieser Hai. Der ist ein Opfer. Oh, ich hätte Oh mein Gott, ich liebe Guido. Er ist so schön und toll. Danke. Wer hat denn das geschrieben? Also. Guck doch in Chat. Ja, Guido ist immer noch Delay bei mir. Heute irgendwie was los. Siehst du jetzt? Ja, ich hab's schon gesehen. Ich brauche jetzt nicht denken, dass es irgendjemand ist, der mich mag, das weiß ich selber. Nein, ist weg. Mich mag keiner. Guck, bist auch. Was meinst du? Ich sehe das nicht mehr. Dann bist du blöd. Das steht da noch im Chat. Nein? Doch, das steht da noch. Nein. Jetzt steht's nicht mehr. Ich hab's entfernt. Du hast es entfernt? Nee, ich hab's jetzt gerade entfernt. Hä? Was jetzt passiert? Dein Stream nimmt dich hops. Was ist denn jetzt los bei dir? Internet. Genau. Mann, ich hab so viele Sachen. Alles aufgenommen. Ich bin so krass. Fast noch gegen links geknallt. Hol mich ab. Was? Hol mich ab. Und du hast? Hol mich ab. Du hast einen Crush? Ein Crush? Ein Crush? Ja. Auf Schlatti? Nein. Ich wusste, es ist deine Oma. Wie richtig. Deine Oma jetzt aus Bulgarien. Jetzt Real Talk? Ja? Ja? Sag for real, Slati oder deine Oma? Ist nicht Slati. Nein? Nee, ich bin nochmal zurückgegangen. Also. Pia? Nein. Nein. Lena? Nee. Ihr seid auch Sachen, die dich heute angesprochen haben. Wer hat mich denn heute angesprochen? Keine Ahnung, die aus Aachen, was du gesagt hast. Aus Aachen? Ja. Aus der Achten. So. Aus hey, die, nein, das ist sie. Nein, nicht die. Ja, die heißt, warte, wie hieß? Ah, Emilia. Aber jetzt for real? Ja. Sag ich dir später offscreen. Schreib mal auf WhatsApp. Nein. Da, kennst doch, du nicht? Muss ich jetzt. Willst du ein Foto raus? Ich will eine Live-Reaction. Jetzt zeig. Also sag mal. Du klingst ja richtig scheiße. Geh mal zurück, Alter. Was? Wenn du so nah am Mikrofon sprichst, klingt das richtig scheiße. Komm mal her. Komm mal her. Was komm meinst mal her. Du? Nur mal am Mikrofon. Hör auf jetzt. Guck mich an. Ey, Ronja will es auch wissen. Ja. Kuschan. Ja. Oh. Oh, du hast mir einen geilen Fisch auf den Dings gelegt, dankeschön. Das, ich meine aber. Ist schon okay. Willst du den haben? Ich bin fast voll mit Essen. Wäre schon geil, ja. Kriegst du nicht? Bananensaft mit Apfelschorle. Ist Croissants Leibgericht. Na klar. Kuschan. Nein. Ich baue deinen Baum um. Der muss auf eine Etage höher. Willst du einen Schlag oder was? Ja. Wir haben jetzt eine Kiste nur mit Blätter. Wenn du da was anderes reinpackst, dann schmeiß ich dich von Bord. Können wir jetzt mal weiterfahren? Wir fahren weiter. Guck, siehst du diese Kiste? Guck mal hier rein. So, das bleibt auch so. Aber warte, ich habe eigentlich noch mehr, aber gerade kann ich das nicht reinpacken. Scheiße, Moment, was ist das? Jetzt sag ich, ich will auch wissen. Nee,
Die ist nicht von Schule schon. Scheiße. Jetzt kriegen wir mal wohnt auch ganz weit weg, also. Kein Problem. Ist so von TikTok, so weißt du. Fernbeziehung. Wird ja eh nicht antworten, wenn ich auf TikTok schreibe. Kuschel eine Fernbeziehung. Ja, mit wem denn? Ich schreib deinen Namen, Junge. Ich will's jetzt wissen. Ich sag's auch nicht weiter. Bitte, zack. Ich kann ja den Namen sagen. Bringt ja eh nichts. Sag. Ich weiß nicht. Jetzt ist scheiße. Julia Blutix? Nein. Es ist kein richtiger Crush, geht aber das ist. Ja. So weißt du. Jetzt sag, schreib mir auf WhatsApp. Hast du eine Live-Reaction? Ich sag's auch nicht laut im Stream. Nein. Okay, warte. Es ist mein Gott, das Amelie. Ist Amelie. Ich hab's auch gewusst. Ich hab's weiß auf Amelie, Alter. Wer ist Amelie? Ach, diese komische Nachbar hier. So lange nicht mehr gesehen, die komische. Ach, Amelie. Keine Ahnung, wie du meinst. Können wir jetzt mit dem Thema aufhören? Schreib mir jetzt auf WhatsApp. Guido, guck mal, der Hai kommt. Ist mir scheißegal, du schreibst mir das hin. Kennst du? Was sollst du jetzt mit dem Namen machen? Kann sein, dass ich sie kenne. Ja, warte. Ist. Sag. Ja, klar. Sag mal, du bist im Stream gemutet. Wer? Ja. Woher kennst du die? Die ist wirklich so. Egal, ich sag nichts. Okay, ich entmute dich wieder. Oh, warte. Nichts passiert, Leute. Ach so, tschüss. Ja, tschüss. Oh, Junge. Jetzt sagst du so in Schule, wahrscheinlich erzählst du allen. Ich schreibe über den Schulhof. Also, Christian hat einen Crush auf seine Ohren. Oh, wie? Du Opfer. Schlaf. Ich lieg länger als du schon im Bett. Not like Christmas. So, guck mal, was ich hab. Alter! Der Fisch zu essen. Listen it once again. Kommst du mit zu ihrem Wohnort? Lass sie mal suchen, Guido. Ist, zu was soll ich mit hin? Zum, da wo sie wohnt halt. Jetzt nicht, dass du aus Versehen den Namen sagst, dann bann ich dich. Nein. Namen sage ich nicht, aber ist das nicht in der Nähe von Aachen? Aachen? Ich weiß nicht, wo die wohnt. Ich muss googeln. Ich weiß, dass Aachen, Julian Bam da wohnt. Cool. Schön für Julian Bam. Ich weiß, dass die Schwester mal in München gewohnt hat. Ja. Aber auch nur kurz. Glaube ich, für einen Dreh oder so. Dann schau doch einfach, was wir dir bieten können und beginn deine Karriere jetzt genau jetzt. Zu viele Infos. Weiß nicht, aber kann sein. München? Jetzt neu. Die modernen Möbel. Diese Netze bringen auch so viel, ne? Ja, du hast zu wenig davon. Ja, die sind so ist teuer. Möbel der holländischen Kultmarke findet ihr ab sofort in unserer. Die Netze Keks haben mich. Ich weiß nicht, er wollte in den Keller. Wenn er nicht kommt, muss ich Polizei rufen. Weil. Er wollte ja kommen. Was hast du denn jetzt gemacht? Durch mich? Ja. Sorry, jetzt ist fertig gebaut. Nee, noch nicht ganz. Gib mir mal all deinen Planken. Nein, aber ich hab so viel. Oh, guck, Riesenwal. Hinterm Fluss. Komm her. Riesenwal. Oh mein Gott. Spring ins Wasser! Mach Anker, du! Yo. Mach doch Anker, Alter! Wo ist der? Der Hai! Ist noch da? Ja, da unten schön. Alter, Hai, du zerstörst mir gerade mein Erlebnis. Er ist weg! Oh nein! Ich schwimme jetzt hinterher. Kekse, wenn du wieder da bist, sag mal bitte Bescheid, ne? Nicht, dass wir, ich bin zu tief, Sorgen. Du Scheiß! Hai, Alter!
Wie viel? Hörst du das eigentlich, wenn ich ins Mic puste? Komm mal her, hier. Oh, Christian. Ich hab zwar noch 20, aber sind jetzt meine. Was sind das? Ich hab keine Planken für dich. Ich hab keine mehr, ich hab dir alle gegeben. Egal, komm mal nach oben. Warum ist hier ein Loch? Wo ist ein Loch? Ich muss das Segel werfen, das ist so komisch. Weil, oh. Und die Treppe irgendwie anders, das ist richtig scheiße. Was? Was? Du Scheiße. Ja, guck mal, schön, aber ich wollte mich doch sonnen. In deinem Badewanne? Ja. Jetzt auch, da ist so ein komisches Dach jetzt. Und da sind wir so abgetrennt, ich kann dich nicht angucken. Scheiße, steh mal hoch. Ich fall immer runter, setz dich mal in meine. Setz dich mal in meine und spring raus. Diese komische Ding, was hier in der Mitte steht. Giro, die kippt fast. Ist heiß neben deinem Kopf? Ne, ich meine neben deiner Hand. Ich steh auf. Achso. Wo ist das Ding her? Dieses habe ich von unten genommen. Oh Scheiße, das ist Licht für den Boden. Das Licht habe ich von da genommen. Wieso füllst du eigentlich nie Wasser? Ja. Ich füll immer Wasser da. Ja, außer immer. Ist eigentlich noch irgendjemand im Stream oder wo wird da reinigen lassen? Ich hab ja gesagt, du sollst in dieser Kiste mit den Palmenblättern nichts anderes reinpacken. Aber Palmenblätter kannst du auch nochmal dahin packen, so und kurz gesagt. So. Ne? Wie viel haben wir jetzt hier mal nach? 150 oder so? Was? Nix. Dein Arsch, dein Papa ist nass? Deine Hose ist nass. Oh! Ich hab so viele Plankens. Plankens? Muss ich jetzt ein bisschen Planken machen, oder was? Ja, mach mal. Hier. Ja, so wie du die ganzen Planken verbrauchst, wird das sowieso nichts. Willst du Stress jetzt, oder was? Ich bin Minecraft-Zombie. Klingt Minecraft oder diese komische Raft? Probeinblätter. Alarm, mein Darm. Alarm, dein Darm? Alarm. Komm mal her auf der Kiste mit den Dings. Ey! Ei. Du kleiner, denkst hier, du kannst meine. Warum ist hier so groß? Aua! Was hier passiert? Ja. Oh ja, aber guck mal an, wie sexy das jetzt aussieht. Du kannst nirgendwo bei Treppe laufen mehr runterfallen. Danach aber schon. Was ist verschwunden? Deine Oma. Meine ganzen Palmblätter. Was damit? Nimm das mal auf der Kiste. Bist du jetzt stolz auf mich? Oh, das war ein geiler Fang. Habt ihr gehört, dass Christians Oma die Oma von Christian ist? Hi, doch nicht. Er will mich wieder, dieser Kleine. Fuck, ich sitze in einer Stunde beim Zahnarzt. Haben noch eine Stunde? Das ist aber geil. Eine halbe Stunde, ich muss noch Zähne putzen. Brauchst du eine halbe Stunde für Zähne putzen oder was? Ja. Putzt du denn da? Na, sagen wir, wir haben noch. Gute 40 Minuten. Auf Kogge. Auf Lock. Be careful with me, that's how I do it.
Also. Mein Speer ist kaputt und ich bin irgendwo im Niveau. Alarm, mein Christian. Trainer Alarm. Schreibt. Was passiert? Oh. Mein Trainer schreibt, dass er das Spiel verschieben will. Am Mühlen war. Warte. Ich bin jetzt verwirrt. Ich bin jetzt verwirrt. Gegen wen spiele ich denn jetzt? Schascha. Achso, das. Ah, das Spiel am Freitag, warte. In den Ferien spielen. Guck mal. Ich hab was, was du nicht hast. Guck mal. Guck! Kilo, ich lese gerade genau. Guck. Mein Trainer, ich hab einen. Guck! Was? Ich hab auch einen. Achso. Oh, ich hab Schmerzen. Boah, Alter, ich hasse es. Also, jetzt hören wir zu. Mein Trainer hat gesagt, dass das Spiel Freitag möchte er verschieben in den Ferien. In den Ferien. Aber ich weiß nicht, ob ich kann. Wegen Warum Job. Warum bist du in Bulgarien? Nein, wegen Job und die haben mich halt noch nicht angenommen. Alter, Maul mit Job, Alter. Ich hasse mein Leben, ich wurde abgelehnt. Und ich muss Rückmeldung bis 19 Uhr geben. Wie soll ich die Rückmeldung bis 19 Uhr, wenn wir nicht antworten auf Little Dings? Soll ich jetzt Nein oder Ja schreiben? Nein, kannst nicht. Mann. Soll ich schreiben, ich kann nur Montag, Mittwoch und Freitag? Ja. Digga, das fuckt mich richtig ab jetzt mit meinem Job. Haha, du hast keinen Job, Alter. Du auch noch nicht. Also ich habe schon mal eine E-Mail bekommen, aber ist keine Antwort. Mann, Lidl, wie lange braucht ihr denn, Alter? Ich kann nur. Ich rufe einfach heute Abend nachher bei Arkadenhaus an. Wenn ich montags schreibe, ist das klein dann geschrieben, oder? Keine Ahnung, Digga. Ich habe Mathe Deutsch eine 4. Spaß! Keine Ahnung. Montag. Schaut man. Frage Magulle, Google. Ey, Chat. Habt ihr das auch? Dass wenn ihr. Ey, der Jai. Pia ist wieder da. Oder? Chat, habt ihr das auch, wenn ihr, dass ihr im Sommer so voll hyped seid, so voll wach und so, und im Winter, also jetzt um die Zeit, so wo es so dunkler wird, na, morgens und abends, dass ihr so voll müde seid? Ich hab das jetzt, Digga, ich kann dauerhaft schlafen, das ist schlimm. Ja. Ich könnte halt for real den ganzen Tag schlafen, ne? Und selbst dann könnte ich noch länger schlafen. Jo, wir sind an der Insel vorbeigefahren. Ich habe jetzt geschrieben, kann nur montags, mittwochs und freitags. Bin an den anderen Tagen bei der Arbeit. No, vielleicht. Ich weiß es ja nicht. Ich wurde ja nicht angenommen. Soll ich das abschicken? Ja, schick mal. Digga, ich ruf dann nachher bei Marcanos an und frag, ob ich mit Marilene sprechen kann. Weil die kenne ich durch meine Schwester. Und dann frage ich, ob ich in den Ferien da arbeiten kann. Oder sollte ich lieber schreiben, ich sollte an den anderen Tagen bei der Arbeit sein. Weil ich bin mir nicht sicher, so weißt du. Na, schreib, ich bin an den anderen Tagen an Arbeiten, das passt. Chat, habt ihr auch schon eine Arbeit? Was, wenn ich nicht arbeite? Das Ding ist, ich muss halt bis Ende nächsten Jahres 4.000 Euro zusammengespart haben und es geht nicht einfach so.
Muss ich hart für arbeiten? Oder ich sag einfach gar keinen Grund. Nö, hab noch nicht. Ich sag einfach gar keinen Grund. Junge, weißt du, wie belastend das für mich ist jetzt? Ich habe mir so viel Mühe für eine Bewerbung gemacht. Was kommt dann? Ja, sorry, hab keinen Platz mehr. Nee, du bist nicht offen, du bist noch nicht 16. Warte mal. Ich, Willst du Stress? Hm? Ja, will ich. Ich schreibe einfach entweder, wenn es bei Marcanos auch nicht klappt, dann schreibe ich einfach mit dem Kollegen von... Komm doch zu mir nach Lidl. Nein, ich will ja dauerhaft arbeiten, nicht nur in den Ferien. Ich guck dann, dass ich mit dem Chef schreibe von dem Hotel, weil den kenne ich persönlich, ich habe sogar seine Nummer. Weil, hier, Angestellter. Hola, hier, Giro. Aber der Chef, also der Typ, der die Hotelleitung hat, oh nee, der hat gesagt... Ronja hat gesnappt. Oh, richtig widerlich. Wo wohnt ihr? Wo ist die Gemeinschaftspraxis für Physiotherapie? Was? Ja, die hat was mit dem Knie. Und da muss der Physiotherapie. Die wohnt, die sitzt gerade gegenüber von mir. Ah, ja, will die mitstreamen, klar. Die sitzt gerade neben dir, sofort hier. Nein, gegenüber von meinem Haus. Ja. Ja. Also quasi habe ich mich im Rücken zu ihr gedreht, weil mein Schreibtisch so ist, dass ich sie nicht sehen könnte. Mein Betsy ist auch gegenüber von meinem Haus. Was? Damit er schön Luft bekommt, habe ich nach draußen gestellt, habe Löcher in die Wand gemacht und dann die Kabel reingeführt. 1 bis 10, wie verpeilt ist Christian heute, Chat? Warum verpeilt? Was heißt denn verpeilt? Das ist das Gute, wenn man bulgarische Freunde hat, die kann man mit deutschen Fachwörtern konfrontieren und die checken nicht, was sie meinen. Willst du Stress? So scheiße, wenn du anfängst, bulgarisch zu labern. Ja. 10? Christian 9? Ist voll verpeilt. Jetzt zwingt er mich zu googeln. Der Kleine, nee, ich crafte erstmal zu Ende. So, ich für die Alexa. Was bedeutet verpeilt sein? Verpeilt ist das Partizip perfekt des Verbs verpeilen, das die folgende Bedeutung hat: nicht schaffen, durcheinander bringen, vergessen. Oh, was? Warte mal, hör dir das mal an. Was? Alexa, was bedeutet verpeilt sein? Das habe ich gerade repariert, du kleiner Verpeilt Dreckiger. Verpeilt ist das Partizip perfekt des Verbs verpeilen, das die folgende Bedeutung hat: nicht schaffen, durcheinander bringen, vergessen. Hä? Ein Wunder? Was? Wunder? Was hat die denn gesagt? Guido, wo fahren wir gerade hin? Zur Insel. Ich sollte doch die hier gleich schon sein. Das ist eine Yacht, ich sehe die. Ey, wir sind jetzt schon bei der Yacht, da haben wir gleich den Motor, Christian. Hier, du, guck mal, was ich hab. Christian, was hast du denn hier in Englisch? Eine 3, mündlich. Stark. Emil hat auch eine 3. Wir haben noch keine Arbeit geschrieben. Emil hat auch eine 3 möglich. Ey, Chat, jetzt mal ehrlich, soll ich selber einen eigenen Podcast machen ohne Christian? Nein. Ja, quatsch ich einfach eine Stunde alleine. Das geht ja gar nicht. Wieso geht das denn? Weil ich das sage. Blätter, Pflanzen, Glibber. Wir haben jetzt euren Podcast im Unterricht gehört. Wäre ganz toll. Ja, aber alleine Podcast machen ist kacke. Wen soll ich dazu packen? Warte, du hast unser Podcast in Englisch gehört? Mhm. Mach in Englisch und Deutsch. Alle zusammen? Ja, ganze Klasse. Unser Podcast? Unseren Podcast. Ja? Haben die auch alle abonniert? Mit Ronja und Dings. Weiß ich nicht.
Frau Temmen hat gefragt, also wir hatten halt die Vertretung, das war nicht bei Frau Temmen, haben die halt gesagt, ja, was können wir hören? Da habe ich gesagt, ja, ich habe einen Podcast, den können wir uns anhören. Dann Du hast einen Podcast. Aber haben wir unseren Podcast wegen des Unterrichts gehört. Welche Folge? Die neueste damals. Also ist immer noch die neueste. Nein, die war am schlechtesten, Guido. Die erste war die beste. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast. Die Freshen Barbos. Digga. Willst du Stress? Warte, ich mich. Ich zeige euch mal Christians geniale Begrüßung. Willst du dir denn zeigen? Am besten kann ich dir doch zeigen. Nein. Wartet, Leute, ihr seht gerade nichts, aber. Hört. Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist natürlich Guido dabei, wer denn sonst, also. Nein, du schaffst es ja nicht, einen Podcast aufzunehmen. Oh, da habe ich noch richtig dreckiges Mikrofon. Warte, hört man das? Oh, schon. Ich schreibe über den Schulhof. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. YouTube Studio. 162 Abonnenten. Kuschan, du weißt schon, Podcast. Dass wir jetzt schlafen gehen, ne? Ich bin gerade am Sachen zeigen, Guido. Aber wir haben echt ein schönes Thumbnail. Thumbnail? Hör dir jetzt zu. Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist das kein Video, sondern ein Podcast. Mal gucken, ob das irgendwas ist. Ja, am Stream haben wir. Wollen das ausprobieren, weil. Auf welches nicht? Und zwar ist das kein Video, sondern ein Podcast. Sonst, Christian, gehen wir jetzt auf und laden jetzt direkt eine neue Folge hoch. Lass schlafen. Wo sind meine Betten? Ich hab den nach oben gebaut, aber es ist schon wieder Tag, wir können nicht mehr schlafen. Mann, das ist aber eine schöne Nacht geworden gewesen. Gib ich nichts zu essen. Lass jetzt aufgehen. Und eine Podcast-Folge machen. Jetzt habe ich noch Zeit dafür. For real? Nein. Ich muss was essen. Oh, ihr seht ja gar nichts. Ja, Pia, kann es eigentlich sein, dass du was gegen Christian hast, weil du bist immer noch auf meiner Seite. Podcast in der Projektwoche? Ich bin so ein Podcast? Was? Also, Pia hat geschrieben. Podcast in Projektwoche gehört. Was? Ja, aber mein was? Podcast? Was? Junge, Alter. Ja, ich verhungere ihn. Wir sind weltweit berühmt im Podcast. Nein, nicht mein letzter Cleanliner. Ich habe einen Wels für dich. Ja, klar, dein. Ja. Ja, welchen sonst? Ja, klar, dein. Bitte. Warte, ich habe einen riesen Wels, den packe ich auf den Grill. Warum hast du eine Taucherflasche? Das sieht richtig albern aus. Alman? Albern. Habe ich nicht. Guck mal meine Füße an. Digga, was ist das? Ich habe keine Flossen und Taucherflasche gemacht. Pia. Kann es sein, dass du nur auf meiner Seite bist, weil du Christian nicht magst? Weil guck, bist du nur auf Christians Seite. Guck mich an. Ja, auf meiner Seite. Mach auch mal die Maus ganz schnell. Warte, ich mach eben auf. Aber das war ganz langsam. Ich dreh die einfach nur im Kreis, Digga, ich seh gar nichts mehr. Du bist betrunken oder was? Ja, total. Naja, geht voll Christian auch nicht. Ja, dankeschön, du bist nicht so nett. Nein, Entschuldigung, alles gut. Du bist auch eine ganz nette Person. Das käme Disabo. Diabo. Disabo. Disabo, ja. Ein gedisstes Abo. Christian, wir werden gebraucht. Die Welt braucht uns. Die braucht unseren Podcast. Ja. Du hast die Power. Noch später Werbung. Digga, ich weiß noch, als du mich gefragt hast, lass Podcast machen. Ich habe mich so übertrieben gefreut.
Ja. Aber ich habe mich gewundert, dass du nur 20 Minuten folgen musst. Ido, ich schaffe es kaum, mit dir 10 Minuten zu reden. Digga, wir haben gestern 3 Stunden geredet. Im Stream. Ja. Das ist was anderes. Das ist ja wieder ein Video jetzt. Ido, wann ist dieses Ding fertig? Ich verhungere gleich. Und wann ist diese Insel da? Wo ist die Insel überhaupt? Fahren wir überhaupt? Eigentlich fahren wir zur Insel, ja. Ja, viel zu kurz, immer so schnell vorbei. Das kann man auch anders verstehen, aber ja. Fühl ich. Wie viel? Digga, wir fahren seit 3 Stunden in die gleiche Richtung. Kann sein, dass du Lappen den Anker gelegt. Nee, der Anker ist oben. Hä? Mit zu Stress. Why we didn't driving? Ja, wegen Wind, Guido. Ey, hör dir mal den Satz an. Ja, viel zu kurz. Immer zu schnell vorbei. Immer so schnell vorbei. Aber wie meint sie das denn? Podcast? Ja. Das kann man auch falsch verstehen. Also, ups, ich hab falsch. Entschuldigung, ich dreh das Segel. Ja, viel zu kurz. Immer so schnell vorbei. Ist ich mal Kekse eigentlich wieder aus dem Keller gekommen? Weiß nicht, aber irgendwie ist das Segel falsch. Eigentlich nicht. Wir entfernen uns immer mehr. Hä? Wenn aber wir uns so drehen. Aber es ist doch daher, Junge, wir müssen rückwärts fahren. Hä? Wie rückwärts? So. Hey, ich hab aber in die Richtung geändert. Bewegen wir uns gar nicht. Doch, ich habe das Segel geändert. Aber in die Richtung bewegen wir uns nicht. Wir bewegen uns gar nicht. Digga, hast du eine Planke? Gönn mal eine Planke. Aber dann habe ich keine mehr. Ich brauche eine, Digga, das hilft uns krass weiter. Glaube ich nicht. Doch, es hilft uns krass weiter. Guido, wir bewegen uns nicht. Ja, Digga, weil wir auch gegen den Wind fahren müssen. Dann fahr gegen den Wind. Ja, warte. Ich mach so den uns. Hier. Ja, weil ich jetzt das Segel umgestellt habe. So. Jetzt fahren wir wieder. Weil eigentlich entfernen wir uns jetzt. Lass es, weil ich will Holz sammeln, weil wir brauchen Holz für die Insel, weil ich habe gleich keinen Speer mehr. Speer, Mama, ich Speer. Schnell Musik lauter machen, hab nichts gesagt. Dann mache ich mal Segel weg, ne? Wisch der Anker, der Ditsche, die kommt auf der Stelle. Was? Ey, warte, ich habe mein Mikrofon am so aufgebaut, ne? Warte. Ich kann jetzt hinstellen, könnte mich jetzt hinstellen, das tue ich gerade auch, und weiterhin mit euch Intelligenzallergiker quatschen. Was für ein Ding? Ich stehe gerade. Intelligenzallergiker habe ich dich gerade genannt, ja. Weil ich Allergie gegen Intelligenz habe? Ja. Das heißt, ich bin dumm? Ja. Das heißt, du willst Stress? Ja. Ah, alles klar. Komm mal runter. Also, nicht du sollst ruhig so, sondern sollst zu mir zu auf dem Floß runterkommen. Ist okay. Ich klatsche weg. Wen? Mich? Dich. Oh, Digga. Na, Pia, war's ein schönes Lied, oder? Mann, ich falle immer ins Wasser. Oder Christian Nikolov hat ein paar Ohren. War nicht schlimm, ist meine Mutter nur gesagt, dass ich an meinen Termin denken soll. Ooh.
Der Komische eigentlich da. Oh, wer ist der Komische? Was ist jetzt eigentlich mit... Hi. Was find's toll? Was ist mit find's toll gemeint? Das Lied. So. Also mich. Ja, ich höre schon wieder Weihnachtsmusik. Tut mir leid. Der heißt noch nicht da. Geilo. Ey, Chat, 1 bis 10. Hört ihr schon Weihnachtsmusik? Nein. Geh, ich schwimme mal zur Insel, okay? Mach du kommst das. Ja zu mir. Ne? Weihnachtsmusik auch einfach gut, ja. Letztens wurdest du doch angemeckert, weil du Weihnachtsmusik gehört. Ja, aber nicht von ihr. Sie würde mich niemals anmeckern. Dein Girlfriend. Oder? Ja, du willst mich doch niemals anmeckern. Nur Christian. Ja. Eines Jahres ist neu, ist alt. Nee, ich nicht. Ja, Christian meckert mich immer. Ich werde immer geschlagen. Nur geschlagen? Und misshandelt. Ja. Wie findest du es, dass ich immer deine Sachen wegnehme? Ich nehme dich jetzt im Moment. Komm her. Ist egal, ich fahre jetzt aber weg. Aber wie schnell ich schwimme jetzt. So, ich habe jetzt so viele Sachen. 40 Planken. Ist gar nichts. Ein neuer Sperma. Frost. Willst du? Geh mal runter. Ja, ich hab dir was gedroppt da. Hier, guck. Hier, warte. Oh, warte, bleib doch stehen. Ich hab doch noch was für dich. Warte. Ja. Kannst du nicht, ne? Ich bin der Plankenman. Scheiße. Monkey Monkey? Nein. Wuschen ist der Planky Monkey. Ey, diese Scheiße, Alter. Kuschan, geh mal planken. Hab keine. Außer 18, aber das sind meine. Ich hab Schluck auf, oh mein Gott. Digga, wir sind Kilometer weit weg von dieser Insel. Wenn dieser Dreckswindscheiße steht. Egal, ich lenk da jetzt hin. Ob wir da jetzt hinkommen oder nicht, das ist mir egal. Das ist dir nicht egal. Ich putze jetzt mal das erste Mal Zähne, ne? Guido. Ich komm mal gleich wieder. Scheiß auf Segel, Alter, ich will Holz. Okay, dann mache ich Segel wieder zu. Habe ich schon. So, ich putze Zähne, aber ich komme gleich währenddessen hoch. Also jetzt hörst du gleich so. Ne? Brrr. Ist das Auto? Pia, lass mal Chat unterhalten. Stell mal eine Frage. Der Hai eigentlich mal wieder da? Nö. Hast du das? Hobby? Mein Hobby? So. Also... Also auf jeden Fall, moin, ich mag Kekse, schön dich zu sehen, zu hören, ich sehe dich ja nicht so, ne? Außer die Kamera dreh ich mal um. Also Hobby. Also ich spiele eigentlich Fußball, eigentlich, aber ich habe vor aufzuhören. Ich das mache ich jetzt einfach, oh. Ne? Andere Guck Frage mal. So. Was? Warum?
Hab keinen Bock mehr. Ah, ey, guck mal rum, Kang, ja? Anker? Der Anker. Aber sonst ja, so, ja. Moin, Claudia. Hä, wo ist denn der jetzt hingegangen? Und ich bin mitgegangen, weil, ich bin scheiße. Scheiße? Ich bin eine Putsche und jetzt runtergehe. Ich habe gerade mein ganzes Mikrofon mit Zahnpasta vollgeschaut. Hä, spielen wir nicht mehr? Doch, gleich. Ich verstehe nichts. Doch, ich hab schon. Ich sterbe. Nach einem anstrengenden Tag gibt's nichts Besseres, was? Oh, Essen, geil. Dieses Haifleisch bringt so viel. Ich glaube, ich töte den gleich noch. Was ist das denn für eine Insel? Was sind tolle. Boah, ich gehe da gleich drauf. Ohne Guido, den komischen. Geht einfach weg. Hausaufgaben? Sorry, muss wieder auf Hausaufgaben, kein Problem. Fuck, Digga. Hm? Ist ja schon wieder ja. Da. Entscheid dich mal. Ja, ich bin ja da. Ich hab doch gesagt, ich bleib. Mensch. Digga, ich hab mein ganzes Mikrofon vollgesaut. Das sieht aus, als hätte ich da dran gejizzt. Ja, hast du ja. Claudia weiß eh nicht, warum da dann drin. Was? Verstehe ich nicht. Was mit Claudia jetzt? Oh, Digga. Jetzt riecht mein Mikrofon auf jeden Fall immer schön nach Zahnbürsten. Pasta. Zahnbürsten? Zahnbürstenpasta? Ein Mikrofon riecht nach Zahnbürsten. So, ich habe schön 35 Holz. Nee, der komische ist wieder da. Hallo. Guck mal, was eine schöne Insel. Guck jetzt, was eine schöne Insel, habe ich gesagt. Wieso fahren wir vorbei? Lass mal. Ja, okay, wir fahren zur Insel. Oh nein, da ist Vogel. Wir fahren doch nicht zur Insel. Doch. Wir fahren doch zur Insel. Chat, sollen wir zur Insel fahren oder nicht? Ja. Das ist eine neue Insel, Guido. Guck mal, die war da, kenne ich nicht. Chat, Insel ja oder nein? Ja, mach mal. Okay. MSL. Mazel. Ich glaube, mal. Ein Becher. Warte, bevor du ankammerst. Ich sag dir, wenn du ankammern sollst. Ich fahr jetzt bewusst ein Stück daran vorbei. Ich mach gar keinen Anker, was willst du eigentlich von mir? Schön leerer Inventar. Ich brauch nur einen Haken. Also ich kann drauf kommen. Kennt ihr das Gefühl vom Zahnarzt? Wir reden mal ein bisschen über Zahnarzt. Also ich immer, wenn ich beim Zahnarzt bin,
Muss er immer so ein bisschen mit seinem Apparat da rein. Heute ist ganz schlimm. Loch gefüllt. Spritze. Betäubung. Sterben. Ja. Kommst du jetzt? Ich gehe nicht auf die Insel. Kommst du mit auf die Insel? Nein. Hilfe, komm jetzt. Und dann immer ganz böse, wenn er bohren muss. Oh, Bruder, hör auf, ich krieg da mal Gänsehaut bei. Beim letzten Mal saß ich da, meine Hände waren scheiße nass. Aha, okay. Ich dachte, bist du ein Zahnarzt. Mein Bein hat gezittert. Bist du eigentlich beim Zahnarzt oder? Ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut. Ich schlaf immer da, ich guck TikTok. Ist doch Betäubung, passiert doch gar nichts. Wenn der Vogel jetzt kommt, dann werde ich richtig böse. Oh nein, er kommt, Guido. Er ist einfach durch Stein geflogen, hä? Durch Boden. Kuscha Nikolov. Oh nein. Zahnarzt, richtig schlimm. Ja, eigentlich habe ich nichts gegen Zahnarzt, außer dass irgendwie ein Loch was gefüllt werden muss. Und das ist, ich habe das immer so, ich habe alle 4-5 Jahre mal ein Loch. Das muss halt geflickt werden, ne? Hilf mir doch, du Geistiger. Da habe ich halt absolut keinen Bock drauf. Ich rede gerade mit deinem Chat, ja? Scheiß mal auf meinen Chat, alter Vogel. Chat, hey, wie habe ich den denn jetzt nicht getroffen? Nichts passiert. Oh. Nee, ich schwimme ein bisschen. Auf einmal kommt Vogel und so ein komisches Vieh, Alter. Geh du bitte. Oh nein, es kommt. So, bleib stehen. Vogel! Ja. Ich hab keinen Bock mehr auf zum Zahnarzt. Hat irgendjemand Mitleid mit mir? Was? Ja, ich. Okay, danke. Ich hab null Mitleid. Was? Wenn du mir jetzt nicht sofort hilfst, dann schlag ich dich. Christian, deine ganze Karriere hängt von mir ab. Hilf mir. Ich bin auch schon mal weg. Wo bist du denn? Scheiße Vogel. Rechts lang geradeaus. Wenn du jetzt nicht aufhörst, ich mach dich Curry. Rechts, wenn du rechts lang bist und dann am Ende der Insel bist. Ha, ich bin ein Vogel. Der Steine, ne? Jetzt kommt auf dem Wasser. Mach die Werbung weg. Du schon, pass auf, der wirft Steine. Dann hast du Schmerzen. Wo bist du? Scheiße, hier Jump'n'Run machen müssen. Guido, bleib stehen. Vogel. Ja, wirklich, Guido. Der jetzt Grund, bleib stehen. Warum wo gehst du hin, Alter? Dir mal sonst nur höchstens. Hier lang. Ah, warte, ich bin dumm zu lesen. Hier lang. Ja, Digga, ich rutsch.
darüber sprechen. Ja, wirklich. Jetzt? Guido ist der Grund, warum 5 Personen mal drin sind, sonst nur höchstens 2. Und 50. Hilfe. Hilfe. Genau, ich will nach oben. Ich komme da nicht hoch. Hilf mir. Jetzt komm Hilf doch jetzt. Mir. Jetzt Hilf komm mir. Weiter. Soll ich dich schlagen? Oh nein. Bitte. Wieso kommt der Vogel immer zu mir? Du bist doch auch noch da. Ich bin in der Höhle. Was für Höhle, Alter? Komm aus der Höhle raus. Lass mich um meine Höhle. Ich habe eine Kiste eingesammelt. Was? Guck, Christian, was würdest du nur ohne mich tun? Komm an, Chat. Ja, wirklich ist der Grund deiner Mama. Ups. Hab nichts gesagt. Mann, ich dachte, du kommst. Junge, ich bin doch da. Ich sehe dich nicht. Ich bin oben auf dem Berg. Hä? Moin. Ich bin hinter dir. Da kannst du nichts kaufen. Ist. Warum kaufst du das nicht? Das kannst gar nichts kaufen. Bin am höchsten Punkt der Insel. Oh, der blöde Vogel kommt. Oh, Bruder Zahnarzt. Na, weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf hab. Weißt Zahnarzt du, ob ich zum Zahnarzt wenn ich einen Termin beim Zahnarzt habe, muss ich da eine Krankenkassenkarte mitnehmen? Na klar. Chat, weiß das jemand von euch? Ich weiß halt nicht, ob ich beim letzten Mal eine mit hatte. Rote Melone? Oh, ich hab keinen Bock darauf. Egal, ich pack mir gleich AirPods rein und höre ich Musik. Ja, glaub, bei jedem Arzt, auch mit Termin. Weil ich meine, als ich den Termin gemacht habe, habe ich die Krankenkassenkarte schon vorgezeigt. Ja und? Gib mir deine Axt. Muss das dann trotzdem nochmal? Gib mir deine Axt. Meine Axt? Kriegst du nicht. Jo. Ich hab... Fang mich noch. 80 Planken. Der kackt doch immer nur auf dich, ne? Ich hab 80 Planken für dich. 80? Komm, wir gehen zum Schiff. Push an. Nein. Hier ist noch mehr. Mango. All I want for Christmas is you. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Da vorne fliegen wir hinterher. Hier ist so viel Holz und ich kann das nicht machen. Komm, bitte Guido. Na warte, komm her. Auch der Vogelsohn. Vogel reißt ein Stück Dreck raus. Scheißer Vogel, Alter. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ich bin wieder runtergerutscht. Ja. Immer muss ich alles selber machen. Ich komm doch schon, Krischer. Keine Ahnung. Ich bin schon beim Floß. Kein Bock auf die 2 Bäume, die da waren. Okay, komm mal. Okay, Anker hoch. Heide, wir sehen uns irgendwann, ne? Hey, der Hai! Nicht meine Kiste. Wenn du das machst, ich töte dich. Ich töte deine ganze Farm. Tu es, Christian. Du hast die Erlaubnis dazu. Gib mir jetzt meine 80 Planken und dann. Verbau doch nicht meine Planken. Dieser dreckige Schwanz. Komm her. Ich bin deine ganze Familie, Alter. Guido. Fee, guck mal zu den Kisten. Guck mal hin. Guck mal. Fehlt da nicht was? Herr Lappen. Fehlt da nicht was? Noch eine Kiste. Ach. Dieser. Meine Planken. Dieser dreckige Typ hat die Kiste abgebissen. Ich helfe dir mit, ihn umzubringen. L in den Chat für... L in den Chat für... Ich hab ihn.
Ja, F habe ich gesagt. Für was? Für wofür steht das F? Für Loser? Oh, Guido. Heikok, Kopf, Kok, Kopf. Jetzt gehen wir meine Blanken. Bin wieder da. Okay. Wo war die denn? Oh, Physiotherapie. Ich muss los. Hier, deine komische Blanken. Hier, nimm. Geputzt, ne? Jetzt nimm, habe ich gesagt. Nimm. Oh, das sind nur 8 Lappen. Die anderen sind runtergerutscht und hast bloß 20. Du hast mir 20 Blanken nur gegeben. Richtig. Das ist ja nicht nur Plastik. Krankengymnastik. Scheiß auf dein Plastik. Weißt du, wie viel Plastik in der Kiste war, die gerade kaputt gegangen ist? Hätte er da mal die rechte, ganz rechte genommen. Dieser kleine... Ich hasse den. Lass mal pennen gehen. Ich hasse den. Ich hasse dich. Also Zahnarzt. Mein Mikrofon angespuckt. Maximal kein Bock darauf. Oh, Digga, Zahnarzt, hab ich gar keinen Bock drauf. Oh, Mann, Christian. Sag dem Arzt, dass ich keinen Bock auf ihn hab. Guido. Isa, hi. Jetzt fahren wir weiter. Ich hoffe, der Wind hat sich gedreht. Ich hoffe es mal für diese Raft-Welt. Hasse die. Ja, der Wind hat sich immer noch nicht gedreht. Willst du mich verarschen? Ich hoffe wirklich, der stirbt. Hat schon das ganze Fleisch genommen. Ich dachte, jetzt kommt ein F in den Chat oder so. Och, Mann. Warum? GG, Jungs. Mädels. Was ist eigentlich los? Warum haben wir eigentlich 90% Mädels im Chat? Ist mir egal. Eins? Warum eins? Ich hab doch F gesagt. Das ist ein F, du. Hä? Wieso habe ich eins gelesen? Digga. Warum haben wir so viele Mädchen im Chat? In der Kiste waren nochmal 30 Holz. Piss dich. Ich hasse dich. Lustig. Ich habe gesagt, waren 30 Holz. Deswegen hasse ich dich ja. Hinter dir. Oh mein Gott. Mädchen mögen euch halt, weißt du? Ja, na klar. Ich bin richtiger Playboy. Willst du richtig lustig hier? For real, keiner mag Christian, oder? Geh mal von der Kiste jetzt. Geh von der Kiste. Guck mal, Christian. Was hast du gemacht? Ja, noch ist so schön. Gleich kommt der Hai und beißt die wertvollsten Sachen im Spiel, die da drin waren. Also guck, Stream nur wegen dir. Also wegen mir, ne? Oder wegen Christian? Ja, wegen Christian. Sag mal Schoko-Croissant. Schoko-Croissant. Wie man das halt auf Deutsch ausspricht. Aua, nein. Dieser Hai. Schoko-Croissant. Dieser Stress. Schoko-Croissant. Schoko-Croissant. Ich bin aber besser als Lukoschan. Ja, Kok. Schoko-Croissant. Koko-Croissant. Schoko-Croissant, sage ich immer. Immer in Mensa sage ich. Immer in Mensa sage ich Schoko-Croissant. Schoko-Croissant. Kann ich Croissant. Croissant en France. Piss dich. Franz. Wieso piss dich? Zu wem? Zu dir. Ich hab doch gar nichts. Ich bin doch nicht mal neben dir oder so. Fahren wir jetzt endlich zur Insel? Nein, weil der Wind scheiße steht. Im Titel steht, wir fahren zur nächsten Insel. Und dann sagt im Titel, dass er falsch ist. Wieso sind die zwei Ofen so scheiße platziert? Hm.
Christian, würdest du mir 5 Euro geben dafür, dass ich deinen Kanal übernehme? Hier 10. Warum? Warte, vor allem, wieso gebe ich dir Geld? Aua. Weit deinen Account auf 100.000 Follower pro Tag. Du hast doch eh nie Zeit. Stimmt. Oh Mann, ich hab keinen Bock. Ich freue mich so auf nach dem Zahnarzt. Was passiert dann? Du machst eine Präsentation. Ja, ja. Was passiert? Digga, du mit deiner Flasche am Hals, ne? Was passiert nach dem Zahnarzt, Guido? Digga, deine Flasche. Planke? Wieso liegen hier 7 Planken auf dem Boden? Wo? Er kann einfach nicht mit Geld umgehen. Ich bin so reich, dass es mir Geld scheißegal ist. Komm jetzt her. Geld ist auch nur Papier. Dreh dich um. Bist du jetzt zufrieden? Ja. Sicher. Christian, ich liebe dich. Nein. Nicht jetzt. Wieso? Habe ich mir gerade einen neuen Haken gemacht, obwohl ich schon einen hatte? Nach dem Zahnarzt. Bin ich auch neugierig. Hier liegen wieder Planken auf dem Boden. Willst du 15 Planken? Willst du eigentlich Stress? Das sind deine. Guido, die habe ich dir gerade gedroppt. Ich habe dir 20 und 15 gedroppt. Hast du die 20 aufgenommen? Ja. Ich habe Glück gehabt. 9. Die kriegst du nicht mehr. Was? Ich habe dir 15 Planken gedroppt und du nimmst die nicht mal. Undankbar ist. Ich bin müde. Kein kleiner, dreckiger. Ich bin auch neugierig. Ja, worauf? Wofür? Wovon? Was? Wie sagt man das? Die wollen alle wissen, was ich nach dem Zahnarzt. Ja, das will ich auch wissen. Guck mal, du hast das Wasser wieder nach. Guido, es ist richtig scheiße platziert, das Wasser hier. Wie soll ich das denn aufnehmen? Also nach dem Zahnarzt. Jetzt eine neue Flasche. Kann ich nicht. Wir haben Zahnarzt. Ja, willst du auch noch zu Ende reden? Sondern? Nicht zu Hause. Mann, du willst wieder mit Benno spielen. Nein, ich spiele nicht mit Benno. Ah, was soll ich denn mit dem spielen? Du fährst mit Benno. Nein, nur über so ein Wetter. Wahrscheinlich fahre ich freiwillig Fahrrad. Ich habe nicht vom Fahrrad geredet. Nach dem Zahnarzt lerne ich Politik. Nee, ist klar. Da wieder Geistige. Ist klar. Ja, nach dem Zahnarzt lerne ich Politik. Das ist eine simple Antwort. Schön, dass sie einfach ist. Simpel. Und da freust du dich drauf. Stimmt. Und da freust du dich drauf, auf Politik lernen? Ja. Bleib stehen. Oh mein Gott, zum Glück habe ich das nicht abgebaut, sonst wäre ein Netz weg. Du freust dich auf was nochmal? Politik lernen. Bitte nicht schlafen. Ja, was, Digga? Ich schreibe Freitag eine Arbeit. Junge, was machst du? Ist da kaputt? Nix. Ich hasse dieses Wetter. Ich hasse den Heid. Da war so viel in dieser Kiste. Darf ich du Politik lernen? Freust dich drauf? Ja, ich freue mich schon sehr auf Politik lernen. Und nein, wir schreiben Mittwoch Politik und Freitag Englisch. Ich weiß, aber ich weiß, dass wir Freitag Englisch schreiben. Immer selber mit dir. Ach scheiße, Englisch muss ich auch noch lernen. Da hab ich gar keinen Bock drauf.
Und Politik lernen gleich nach der Schule, da freue ich mich drauf. Nach dem Zahnarzt. In der Schule. Da freue ich mich drauf. Irgendwas verheimlichst du mir. Warum sollte ich dir was verheimlichen? Irgendwas verheimlichst du mir. Und das wird dir noch leid tun. Geistiger. Ja, ist klar. Was ist klar? Ja, kann man den nicht ausstellen? Ich schreibe eine Arbeit. Klar muss ich Politik lernen. Da freust du dich? Ja, ich freue mich. User was banned from your channel. Was? Da habe ich mich nicht drauf freuen zu lernen. Nein? Lass dich drauf freuen, mit mir zu spielen, aber lernen? Soll ich dich schlagen? Das ist doch nicht ideal sein. Komm her. Nee, ich gebe dir keine Blanken mehr. Reicht. Ich weiß nicht mal, wozu du die brauchst. Er will Stress, ich weiß. Was mit Guido falsch? Ja. Komisch. Ich freue mich einfach. Du bist ja lustig unterwegs. Wir haben Klang gefrühstückt. Oh, Ronja lacht auch schon. Also die Smileys halt. Guido, wo fahren wir gerade hin? Ich weiß, du bist lustig unterwegs, aber wenn nicht, wenn ich zur Insel fahren könnte, die 1800 Meter entfernt ist. Ja, dann fahr da hin. Waren das nicht mal 1000 oder so? 600? Ja. Hey, Digga, 1700 Meter, wir sind einmal um die Welt gefahren. Jetzt kommen wir da auch hin. Die Welt ist 1700 Meter? Jetzt kommen wir da for real, kommen wir da jetzt hin. Endlich, hoffe ich mal für dich. Wann musst du weg? Das war sonst immer unten. Bleib mal stehen. Scheiße, ich muss los, Christian, ich muss los. Zur Insel. Ich muss los. Christian, ich wünsche dir noch einen schönen Stream. Bis nachher. Ich mach den jetzt aus. Tschüss. User disconnected from your channel. Jetzt ist der weg. Muss Musik. Ja, weil es ist nicht normal, ist, dass Guido sich freut, für eine Arbeit zu lernen. Ist mir klar. Dieser komische, der hat mir irgendwas verheimlicht. Wahrscheinlich wollte er mit Benno raus oder so. Dann bleib mal stehen. Hat der den Anker verschoben? Mann, ey. Der will aber auch Stress, oder? Dieser Heine, der nervt mich den ganzen Tag. Guck mal, wäre hier diese Platte nicht gewesen, hätte er wahrscheinlich hier wieder meine Kiste kaputt gemacht. Und dann wäre ich wirklich ausgerastet. Das wäre ein bisschen zu weit gegangen. Ein bisschen, dann wäre ich, ach, keine Ahnung. Welchen Speer habe ich? Der Anker ist da, ich gehe jetzt auf die Insel. Dieser kleine, guck mal, da kommt er wieder, Aufmerksamkeit. Lass mich. Ja, ne, merkst du. Schade, lässt er dich allein. Ja, ich weiß, es geht gar nicht. Morgen dann vielleicht wieder, doch eigentlich morgens, oder? Ich weiß nicht, mal gucken, ob Guido Zeit hat. Ey, mein Mental ist wieder voll, ne? Was ist jetzt passiert? Lanke aufnehmen? Will mir das Spiel sagen, ich kann Blanken nehmen oder was? Und gerade hatte ich noch zu wenig. Ha, ich bin über ihn. Wie krass war das denn? Ich mache jetzt eine neue Kiste nur für Planken, glaube ich. Dann mache ich auch Stream aus. Ich schlafe bei ihm. Und dann verhungere ich es was auf dem. Na, ich habe zu essen.
Ups. Eigentlich muss ich den töten, damit ich was zu essen habe. Was kostet denn eine Kiste? Schon hier. So, die Mango esse ich mal, trinken. Kunststoff, danke Guido, dass du mir alles so einfach da lässt. Echt ein netter Typ. Müllkiste. Boah, bringt die viel. Oh, da kommt er wieder. Er hat wirklich Stress, ne? Wieso kommt er? Er hat nicht gelernt, dass er stirbt. Der macht mir auch keine Angst mehr. Am Anfang, so die erste halbe Stunde vielleicht, wo ich zum ersten Mal Rough gespielt habe. Giro kann nicht für dich lesen. Der ist weg. Ja, das stimmt. Jetzt muss ich selber gucken. Verlässt er mich einfach? Wie konnte er nur? Dieser Kleine. Ich pack mal alles Kunststoff in einer Kiste. Feder. Ich bräuchte eigentlich mehr Feder. Was kostet dieses Netz? Diese Muschel brauchte ich dafür, ne? Ich töte mal kurz den Hai, dann gehe ich runter. Ich bring mich schon an. Nur nicht mal ins Wasser. Film mich wieder. Aber diese Muschel ist voll schwer zu finden. Schön Eisen hier, aber ich will die Muschel eigentlich. Moin, wie geht's? Wie geht's, ne? Stress? Ja. Komm, ich will noch was zu essen. Hier ist wahrscheinlich, hier doch, hier ist noch Sachen. Also, ne? Sind Sachen noch. Muschel. Oh, ich bin so glücklich. Das ist gut, das ist geil, das ist geil. Eine Kiste, oh mein Gott. Zum Glück bin ich nochmal runtergegangen. Guck mal, da sehe ich ihn noch. Guck mal, wie süß der ist. Komm doch. Emil, keine Zeit zu streamen. Ich weiß es gar nicht. Ich habe ihn nicht gefragt. Warte, ich kann ihn mal fragen. Sekunde, ich gehe aber zurück. Oh, die Palme ist gewachsen. Hallo, Süßer. Ja, Momo. Ich mache erstmal dieses Nest. Anders. Vogelscheuche. Vogelnest. Schön in der Ecke, da wo niemand hingeht. Hier so, hier ist eh keiner. So, hier da so hin. Ey. Jetzt stirb, guck mal, du bist fast tot, Alter. Guck mal, wie. Komm her, du nervst mich so hart, ich hasse dich. Wow. So schnell geht's. So, Emilio anrufen. Ich packe erstmal Essen auf den Grill. Alter, Guido hat gesnappt. Emil. Guten Tag.
Was machst du so? Was machst du so? Hey, jetzt kommt aus dem Wasser und cremt euch ab. Also, wir liegen in der Wanne zu Hause, wo? In unserem Bad, weil wir uns ja das Hotel gespart haben für den neuen Laptop. Ich wollte mit dir streamen jetzt. Hä? Er hat einfach aufgelegt. Das ist aber ein komischer Mensch. Okay. Dann nicht. Emil, keine Zeit. Also, das war schon. ich glaube, ich mache jetzt aus, oder? Habe ich alles gebaut? Vogelkiste zum Dings. Ich kann eben mal diesen komischen Kopf hier wegwerfen, den ekligen. Angebratene Rübe. Zum Abschluss dieser Folge. Mag dich eigentlich nicht. Ja, ich weiß, der ist komisch. Nein, egal. Hat Guido seine Tasse weggepackt? Das, diese Rezepte kann ich auch wegschmeißen. Wartet, Leute, kurz. Also, Entschuldigung. Dings hat mir gerade geschrieben, Guido. Dicker, ich muss heute beim Zahnarzt so lange warten. Ja, hat er verdient, wenn er mich anlügt. Hab ich doch gesagt, dann kommt er zurück. Guck mal, ein Vogel, warte. Ich treffe ich jetzt. Ja, guck mal, wie krass, ich bin ein Sniper. So, ich wollte den Stream beenden, ne? Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich pack mal diese. Na, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Da habe ich gar nichts gegen so. Ich denke, der Stream hat euch gefallen, ne? War ein bisschen kurz diesmal. 2 Stunden eigentlich. Also im Gegensatz zu gestern. Also vielen Dank fürs Zusehen. Lasst Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Stream. Tschüss.